Ein herzliches Willkommen zu der 8:0 Arena bis jetzt mit dem Mage. Und diese Folge entscheidet sich, machen wir noch einen Los oder gehen wir da einfach durch? Nein, das wäre sehr komisch, 12:0. Würde mich auch wundern. Wir haben gesehen, es wurde immer härter jetzt. Und ja, ich bin gespannt, wie lange wir das noch halten können. Es wäre natürlich sehr nice, die 12:0 Arena auch noch in der Aufnahme. Das würde mich einfach selber auch sehr freuen. Jeder gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. Das ist schon mal, ja, keine allzu schlechte Starthand. Den Magier hebe ich mir einfach mal auf zur Sicherheit, falls ich nichts Besseres ziehe. Und da haben wir auch schon den Pyro-Schlag. Okay, das startet ja schon mal fett. Gegen den Krieger müssen wir müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Board-Control verlieren. Okay, ein Feendrache, da ist schon mal der Beutehamster nicht allzu schlecht dagegen, aber wenn er den halt zerstören kann, haben wir ein Problem. Weil man kann den Feendrachen natürlich nicht mit Spells anzielen und das ist natürlich nicht gut für unser Deck. So, was macht er, mein Freund? Ist er gerade nicht da oder ist er düster? Das heißt, wir können wenigstens seinen Feendrachen schön zerstören. Auch wenn uns der Büste noch ärgert. Ach komm, spielen wir. Wie in der letzten Folge gedacht, haben wir schon mal das Verwüster gegen Verwüster gespielt. Obwohl sein Verwüster viel, viel länger überlebt hat als meiner, aber naja. Eure Magie wird euch nicht treffen. Bin ich halt am Überleben solchen Hexen oder ich glaube fast ich spiele sogar sowas. Das Dingo! Ja! Mal schauen, wie man... Nein, jetzt kannst du doch ihn treffen. Jetzt macht er schon ganz schön Damage direkt. Wir haben schon gemerkt, es kann auch knapp werden, wenn wir nicht unsere Free Spells haben. Vor allem von unserem Leben jetzt ausgesehen. Das kann auch zu knapp werden. Okay, das ist natürlich top. Gut gespielt. Und jetzt wären Free Spells schon sehr nice. Zurück an die Arbeit! Okay. Ich buff ihn weiter. Ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit den ganzen Teilen. Ja, er macht mir einfach zu viel Schaden damit. Es ist das erste Game, wo es wirklich nicht gut ausschaut. Bei dir mit dem Deck jetzt mal. Ausgesagt, ja. Wir müssten halt, ja, wahrscheinlich die einfachste Lösung wäre jetzt einfach noch zwei Feuerbälle zu ziehen und drei. Aber man weiß halt nicht. Dann kann er seinen Schlachtzugleiter relativ nice beschützen. Was umso schlimmer ist für uns. Nur noch 18 Minuten. Sechs Damage. Ich hoffe einfach, wir ziehen Blizzard oder... wie heißt's? Cone of Cold. Das würde uns schon retten, sonst schaut es hier nicht mehr gut aus, um ehrlich zu sein. Das ist nicht toll. Weil wir können ihn nicht so schnell mit unseren Spells downen, wie er uns downt mit seinen Minions. Das grundsätzliche Problem, dem wir hier gegenüberstehen. Neunte Runde Pyro-Schlag, nächste Runde siebte Runde. Ja, wir brauchen unbedingt einen Freezing Spell. Versucht es hier! Eine Runde. Und auch noch eine Waffe. Ja, das läuft nicht top für uns. Wir brauchen einen Freezing Spell, sonst haben wir jetzt verloren schon. Sogar.
Okay, ein Verteidiger von Argus könnte uns auch machen. Keine Ahnung, ob das wirklich macht. Nein, ich denke, das ist verloren. Ja, ist es auch. Und ja, schade, aber ja, es musste einfach irgendwann kommen, dass wir verlieren. Und Krieger ist natürlich die beste Klasse gegen mein Deck hier. Dann hoffen wir, dass wir noch das Beste hier rausholen können. Was geht? Vielleicht ist ja noch 12. 12 sind immer noch möglich. Vielleicht schaffen wir das ja. Es wäre echt nice, wenn wir das knacken könnten. Na, wieso 0 bis 4 Sekunden steht da und ich warte über 25 Sekunden? Dann geht's weg, ja klar. Leute, ich möchte das spielen und nicht Gegner wird gesucht haben und ihr könnt weitere Packungen mit Profikarten im Shop erwerben. Jo, das bringt sicher wieder einiges an Gold rein, diese Arena. Jaina gegen Anduin. Okay. Das Licht wird den Sieg bringen. Priester ist insofern doof wegen der Heilung, ist aber andererseits wieder ganz okay, weil er meistens nicht sehr aggressiv ist. Wenn er allerdings aggressiv gespielt wird, wird es für Priester verhältnismäßig aggressiv. Hallo. Dann haben wir wieder gute Probleme und wir haben schon wieder, ja, zum Glück noch einen Mana Boden gezogen. Das ist auf alle Fälle sehr schön jetzt einfach noch einen Mana Boden. Haben wir einfach verschiedene Möglichkeiten. Man muss halt bei so einem Deck unbedingt abwägen, will man jetzt das Board lieber ein bisschen clear halten oder will man schon direkt gehen. Das ist halt relativ schwierig. Einzig, das ist doch schon obwohl er wahrscheinlich 4-5 haben wird. Mal schauen, vielleicht spielen wir auch nächste Runde nichts, dann haben wir 4-6. Drachen spiele ich eigentlich immer gern, weil hier Schaden ist gut und da auch noch mehr Health als meistens der Eiswind Yeti oder gleich viel, ist immer recht gut, auch wenn ich ja, vor allem auch erst später einfach relativ schlecht. Vielleicht ist jetzt ein gut Elfenklärer, ich kann dann hat er wohl nur 4-5, aber 4-5 ist auch nicht schlecht, wie gesagt. Wir haben ein Board, also wir können wirklich jetzt auch langsam direkten Damage machen. Okay. Sonst schon mal nicht. Den anderen weiß ich nicht, was er macht. Nichts mehr vielleicht. Heilen kann er sich zum Glück nicht. Das war jetzt ganz gut. Den Schaden zu bekommen. Jetzt kann er sich natürlich heilen. Aber er hat ja keinen 2-Drop, deswegen wird er sich wahrscheinlich eher weniger heilen. Wir könnten seinen 4-Drop jetzt hier verwandeln, entweder oder er spielt. Hat er Coin schon eingesetzt? Ich glaube nicht. Doch, in der ersten Runde. Okay, das ist schon mal so ein Ziel, wo ich mir denke, ja, das ist schwierig, sowas handzuhaben. Deswegen, ja, werde ich ihn so machen. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, ihr könnt gerne sagen, es war Verschwendung, aber es ist halt in dem Fall einfach ja schon mal einiges an Direktschaden gewesen und wir haben noch einige Karten. Klar, Verwandlung ist auch sehr gut gegen Spotter mit Gottesschild, aber wir haben halt doch so viele Spells. Und ja, dass er jetzt hoffentlich noch kein Spotter mit Gottesschild oder irgend sowas spielt. Wir nochmal 4 Schaden schön direkt machen können mit dem Zwielichtdrachen. Vielleicht noch eine Karte, noch einen Feuerball oder einen Pyroschlag. Lieber doch einen Feuerball. Geht das Ganze noch schneller, faster. Ah, Party. Geschwindigkeit. Schneller, weiter, höher. Das will die Menschheit eigentlich mal. Oh, okay. Dadurch kann er sich nicht heilen. So, positiv ausgedrückt. Wobei das jetzt wiederum nicht so toll ist. Dass er sich dann gekostet meinen Stab. So, unser für ein Mana Spell setze ich jetzt noch nicht ein. Er kann uns aber jetzt schön beides wegdownen. Aber ich denke, wir brauchen nur noch einen zweiten Feuerball und dann schaut es eh schon nicht schlecht aus, sagen wir mal so.
bisschen Schaden brauchen wir noch, ja, vielleicht hätte ich es nicht riskieren sollen, jetzt schon so. Es ist halt immer schwierig, da zu entscheiden. Ah, ich denke, für ihn ist es jetzt nicht schwer, er kann mir das Board schon wegklären, genau. Einmal zwei Schaden nehmen mit seiner Fähigkeit und dann noch mit ihm hier hinweghauen. Aber wir sollten langsam halt möglichst wenigstens unseren zweiten Feuerball ziehen. Na, mach doch. Inne. Kann sich selber auch nicht wirklich entscheiden wahrscheinlich. Denkt, dass ich, what the fuck, so aggressiv oder irgend sowas. Und? Hat er kein Play mehr für 4 Mana oder was? Aktiviere den Mentalkontrollomat TC 130. Gedankenkontrolleur, okay. Ja, okay, schön. Können wir einfach schön das Board klären. Das mache ich doch gerne. Wenn wir einen Feuerball ziehen, dann haben wir gewonnen. Höchstwahrscheinlich, außer er hält sich jetzt super mega fest. Wenn wir keinen ziehen, dann zieht sich das vielleicht noch ein bisschen. Aber immerhin, wir haben sein Board geklärt. Das ist schon mal gut. Hat schön getroffen, mal keine Geschosse. Ja, bin ganz zufrieden. War auf alle Fälle jetzt nach und nach hineingesehen das beste Play. Was will er denn direkt auf meinen Helden machen? Mach ruhig. Soll er ruhig machen? Also auf meinen Helden. Wenn ich 30 Leben habe, wo er 12 hat, ja, soll er ruhig lieber auf den Helden machen als auf meinen Minion. Da mache ich lieber noch den einen Schaden. Ja. Oh, er heilt sich, das ist. Okay. Das ist natürlich gut für ihn. Oh, da ist der Pyro-Schlag. Das Dingo! Das heißt, nächste Runde Feuerball. Wahrscheinlich. Das ist doch gut. Genau solche Karten sind gut. Blizzard 3 Schaden. Ja, vor allem für Flächendamage, also für Blizzard. Im Einzelnen jetzt mal gesagt, ist der also Zauberschaden plus generell gut. Sonst ist Zauberschaden plus bei Feuerball der eine Schaden mehr oder weniger für das, dass der halt doch relativ schlechte Stats hat, zumindest bei ihm ist es so, beim 4-4er, meine Güte, ist noch okay. Ja. Mal schauen, was er macht. Nimm das! Okay. Das tut uns wirklich nicht weh. Ich bin bereit. Schaut gut aus, er heilt sich nicht mal. Umso besser, boah. Dann gewinnen wir das sogar schon. Jo. Ja, das ist das 9:1. Da hauen wir doch gleich noch eine Runde rein. Ich bin gespannt, wie wir das sehen. 9:1 ist schon mal 9 Wins, noch 3 Wins. Das wäre halt so schön, wenn wir noch 3 Wins schaffen würden. Mittlerweile haben wir auch 28 von 40 Zaubern von unserer Mission, die wir nach dem 3-0 bekommen haben, glaube ich. Ja, genau. So, ich bin schon gespannt, gegen wen wir dieses Mal müssen. Hoffentlich nicht gegen einen. Na, Krieger. Jaina. Paladin ist auch relativ viel gegen der Heilung irgendwie. Ich werde schon mal erwähnt, wobei es das eine Mal relativ einfach war. Ja, weil der Gegner halt zum Glück keine Heilung hatte. Das ist halt immer so eine Abwägungssache. Komischerweise ziehe ich seltenst Zweier oder gute Dreier Drops, die ich am Anfang heilen kann. Brauche ich alles eigentlich nicht, außer Forceblitz vielleicht. Mal schauen, ob er gleich reinkommt in etwas oder was er machen tut. Gegen Paladin würde ich mir halt jetzt wünschen, den 1-3er, der ist ganz nice. Ja, schauen wir mal. Go! Go, 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 go. Er kommt. Into einen Schwamm. Der schwebt. Komm. Da sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir das so machen.
Vor allem, er würde ihn nur direkt angreifen. Nächste Runde dann unseren Eisenpelzkristall zerstören. Jetzt spielt er nur noch 1-1, nicht so schlimm wehtut. Ja, sehr schön. Hätte ich lieber den Akkubiten, weil Card Draw ist natürlich sehr wichtig, einfach durch Stack zu cyclen, möglichst viele Feuerbälle zu bekommen, ist schon mal das A und O. Obwohl jetzt der Eisenpelz Grizzly auch recht nice gewesen wäre. Aber wir können halt unseren Akkolyten einfach perfekt anhauen am 1-1er. Dadurch lass jede Menge Karten nachdenken. Ziehen. So. Was macht er für 3 Mana? Das meine direkt. Augen er heilt uns. Ja super, er hat schon mal eine Heilung verbraucht. Das ist doch positiv. Schauen wir mal, was wir ziehen. Einen Feuerball. Ziehen wir gleich noch eine Karte. Das war's. das gefällt mir einfach, solche ja, Sachen noch. Ja, soll er ruhig zerstören, ziehen wir noch eine Karte. Oh nice, Zauberlehrling. Schön. Ja. Pandaria wird uns gehören. Okay. Oh nice. 4-9, Alter, ich hatte noch keinen Zwielichtdrachen mit 4-9. Klar kann man Decks damit basteln, aber ich hab noch kein Deck damit gehabt. Krass, das ist geil. Sowas gefällt mir einfach. Wir haben echt schon viele Karten gezogen, das ist einfach gut für unser Deck. So, was macht er? Gegen meinen Zwielichtdrachen. Ich hoffe, er hat kein Silence, das wäre natürlich sehr böse. Hat er nicht. Okay. Ich spiele die Monster. Dass einiges Schaden macht und er erstmal den Spotter zerstören muss. Klar kann er sein hasserfüllte Schmieden hier enragen. Für die Waffe ist das natürlich top, aber tut mir nicht allzu stark weh. Nächste Runde könnten wir auch Zauberlehrling plus Blizzard spielen. 4, 6, 8 Karten auf dann. Okay. Das hält sich in Grenzen. Er ist sich selber wieder relativ unschlüssig zum Glück. Solange er unschlüssig ist, Oh, das ist natürlich top. Damit kann man nicht rechnen. Dass der Gegner dann wirklich so viele Karten hat. Wie löse ich das am besten? Wahrscheinlich mit Wolfsreisen. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Nicht drauf. Bereit zum Ausritt! Wobei ich jetzt sogar mit dem Verteidiger. Mein Schild spielt ein! Weil er den Messern vom Messer schon wieder besser stand. Aber jetzt dürfen wir langsam aufpassen, dass wir anfangen Damage zu machen. Er ist noch relativ high life. High life, haha. Ich frage mich, ob... Aber wir haben noch keinen Feuerball verbraucht, einen 3 Damage Eisdings da. Blizzard haben wir auch noch, unseren Tink Master, Tüftelmeister haben wir noch. Er macht sich keinen Schaden, weil er sich heilt. Der Frostbolt-Clan ist bereit. Ich denke, da ist schon fast Blizzard-Time hier. Wie gesagt. Kann ich noch gute Mana-Bären davor spielen, dann macht sich der schon mal schön. Aber wir müssen aufpassen, wirklich aufpassen wegen dem Damage, den wir bekommen. Wobei wir nächste Runde Eisenpelz Grizzly spielen könnten als Spotter. Das wäre schon mal sehr gut. Hab Vertrauen in das genau dafür haben wir den Ding. Oh, jetzt wäre der große Geschütz auf hoffentlich 1-1 so unbedingt. Ja, sehr gut. Das
da fällt mir echt viel Spaß in die Herzen. Ich weiß es nicht, was ich spiele. Das Problem ist halt die Weihe, davor habe ich einfach Angst, deswegen hau ich den nicht weg. So, ich hoffe, er spielt keine Weihe. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Noch ein echt Silver Champion, da dann natürlich auch Glück mit seinem Draw. Und er geht direkt. Ach du heilige Scheiße. Jetzt dürfen wir wirklich aufpassen. Er hat ja auch noch hier dann gestärkt. Nein. Bereit, mein Herr. Wir hätten zwar sehr viel Damage auf der Hand, aber wenn wir ihn nicht freezen können, dann verlieren wir, okay. Das heißt, wir müssen Board clearen. Wie machen wir das am besten? Hier können wir den buffen. Wer der weg? Was soll ich? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ein Feuerball aufmachen. Dafür, wenn er jetzt keine 2 Damage hat, gewinnen wir nächste Runde. Das ist halt jetzt 50-50 sozusagen. Bitte, 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 bitte. Ich sag jetzt einfach ganz oft bitte, weil, ja, weil es so ist. Bitte, 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 bitte. Das wird eine längere Folge, bitte, bitte, beziehungsweise nach dem Match ist die Folge vorbei. Vielleicht bin ich gut gelaunt oder schlecht gelaunt aus der Folge, dann bitte, 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 bitte. Die Wahrheit ist mein Schild. Er heilt sich ja auch nochmal in 2, aber wir können sein zerstören, das dürfte reichen. Da ist das Ding, denke ich. Müsste reichen. Keine Geschosse. Die dürfen wir nicht spielen. So. Es reicht doch nicht. Shit. Es reicht eben nicht. Doch, das reicht, weil der Demolisher sich ja direkt trifft, oder? Nein, er trifft erst zu meiner Runde. Shit, Alter. Ist das knapp. Bitte. Nein. Da hat er so ein Top-Deck. Alter. Das gibt's doch nicht, Leute, dass wir das noch verloren haben. Alter, da hatte er richtig, richtig eine Menge Glück, dass er da noch einen Hammer des Zorns gezogen hat. Naja, in der nächsten Folge sehen wir, wie dann das im Endeffekt ausgehen wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.